2000 versus Anguirus. Monsters fight! Hallo und herzlich willkommen zu den Nachtests. Den Anfang macht diesmal Godzilla Save the Earth, das wir letzte Ausgabe bereits in der Xbox-Version getestet haben. Als alter Godzi-Fan tut es mir zwar in der Seele weh, aber ich muss leider sagen, dass die PS2-Fassung genauso grottig geworden ist. Die Kämpfe sind selbst für japanische Gummimonster zu undynamisch und auch die Kollisionsabfrage hat so ihre Macken. An der Wertung ändert sich deshalb nichts. Das Spiel lohnt sich auch auf der PS2 nur für fanatische Godzilla-Anhänger, die jeden Fanartikel ihrer verstrahlten Lieblingsechse besitzen müssen. Als zweiten und letzten Nachtest haben wir diesmal Prince of Persia Warrior Within für den GameCube im Angebot. Im Vergleich zu den PS2 und Xbox-Versionen hat sich nichts geändert. Nach wie vor turnt ihr als persischer Prinz über die Insel der Zeit, um euren Tod durch das Monster Dahaka abzuwenden. Dass der Prinz nicht gerade zimperlich zu Werke geht, habt ihr bereits letzten Monat anhand der Sony- und Microsoft-Fassungen erleben dürfen. Und auch auf dem Cube verlieren die sandigen Zeitmonster, die sich euch in den Weg stellen, schon mal den Kopf oder werden in der Mitte zerteilt. Ich kann Prince of Persia Warrior Within allen Action-Adventure-Freunden nur wärmstens empfehlen. Alles weitere lest ihr im Nachtest im Heft. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2005 zu wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal!